Leute, and welcome zu einem neuen Video. Wir sind wieder on Tour. Wir sind wieder kurz vor dem IKEA-Parkplatz. Holen jetzt noch die restlichen Schrankelemente, die wir brauchen. Und dann fahren wir zum Fußballspiel von meinem Bruder, der zwar leider nicht spielt, aber es ist ein sehr wichtiges Spiel für die Mannschaft und deswegen fahren wir da trotzdem hin. So Leute, wir sind jetzt da. Es muss wirklich zack, zack gehen. Denn das Spiel fängt um halb an. Es ist 26. Jo, wir sind auf jeden Fall nicht pünktlich da, aber egal. Ja. Ja, einfach schnell die Sachen holen und dann raus. So Leute, sind jetzt wieder schnell im Lager. Das Problem ist, ich habe keinen Wagen wieder. Ich muss mir wieder einen Wagen besorgen. Der ist leider voll. Ich brauche einen leeren Wagen. Einen vollen Wagen glaube ich nicht. Ja, da ist einer, aber ich glaube, das gehört denen. Ja. Ich nehme einfach von hier ein. Leute, ich mag das gar nicht so, den Wagen hier so von vorne zu schieben, weil ich immer Angst habe, mit meinen Füßen nach dagegen zu kommen. Deswegen schiebe ich immer von der Seite so. Irgendwie angenehmer. Geil, wir sind jetzt umsonst wieder gekommen. Das, was wir suchen, Korpusschrank, Packs, gibt es nicht in der Größe. Waren nur noch 10 über. Jetzt sind keine mehr über, Leute. Ja. Top. Ein kompletter Marsch. Ich kaufe nur die Sachen, aber die Schlange ist... Und da ist schon 15.33 Uhr. Leute, den Korpus gibt es doch auch. Wir haben nur in diesem Regal 7 geguckt, aber Regal 6, in Regal 6 lagen die auch. Ich habe jetzt gerade eine Mitarbeiterin gefragt, sie wollte gucken, wann der wieder reinkommt. Und dann meinte sie, liegt da nichts mehr, Fach 6, Fach 7 und da haben wir. So Leute, Auto ist voll beladen. Rabi holt noch kurz Veggie Hotdog und dann geht's los. Es ist 53 und ich glaube, die erste Halbzeit verpassen wir. Nice. So, wir haben unsere Hotdog, die müssen wir unterwegs jetzt. Zack, zack, los, einsteigen. Ja, ich bin ja schon da. Leute, wir haben es jetzt geschafft, kurz vor der Halbzeit. Und es ist übertrieben voll, ne? Wirklich übertrieben voll. Ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, erster gegen zweiter spielt und das ist schon entscheidend. Wer hier gewinnt, hat eine höhere Chance auf den Aufstieg, genau. Dementsprechend ist es hier so voll. Übertrieben voll, Alter. Hey. Oh mein Gott. So, Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich lade das Ding jetzt hier ab. Wir haben auf jeden Fall eine fette Strafe bekommen. Jeder, der an der Straße geparkt hat, hat eine Strafe bekommen. 55 Euro, top. Früher haben Strafen 15 Euro gekostet, wenn man falsch geparkt hat. Mittlerweile kosten die einfach 55 Euro. Was ist das für eine Scheiße, ja. Auf jeden Fall haben die 0-0 gespielt. Das Spiel an sich, also Helmstedt hat das auf jeden Fall verdient, Türkgücü Helmstedt. Hat es auf jeden Fall verdient. Es war erster gegen zweiter und dafür war es so ein, ich sag mal, so ein langweiliges Spiel. Türkgücü hatte mehr Ballbesitz, sie hatten auch mehr Torchancen und so, aber hier war jetzt nicht so krass viele Torchancen oder so extrem knappe Torchancen. Das Spiel ist 0-0 ausgegangen. Das ist besser jetzt für die gegnerische Mannschaft, weil die waren sowieso ein paar Punkte vorne und jetzt sind die immer noch ein paar Punkte vorne. Also, naja, egal. Ist noch alles offen. Ich räume die Scheiße jetzt raus und dann gehen wir ganz kurz einkaufen und dann schauen wir. Wir sind jetzt im türkischen Supermarkt, Bakkal. Ein paar Sachen einkaufen und ich habe mir so zwischendurch dieses Biskuit geholt und dann ein paar Getränke, weil es nicht mehr Oruç. Ich genieße es einfach. Ich finde immer bei so türkischen Supermärkten sind immer so richtig so andere Sachen so. Sowas zum Beispiel findet man nicht überall, so welche Fanta-Sorten oder so eine Decke oder so. Gibt's nicht überall, du. Oder hier so welche Seifen. Seife? Seife? Was ist Seife? So, mein Kebabs. Sie hat hier wieder ihre Lachanfälle, Alter. Hey Leute, an die Leute, die schwanger sind, ne? Seid ihr auch so, Alter? Ich hab doch nur Kebabs gesagt. Sie hat manchmal so krasse Lachanfälle. Ohne Sinn. Naja, auf jeden Fall. Und wie immer meine Kebabs? Oh, jetzt. Ja, sehr gut. Moment. Mir tut es leid. Auf jeden Fall sind wir jetzt unterwegs Richtung Lidl. Wir müssen einkaufen. Wir probieren jetzt rote Fanta, Strawberry und Kiwi. Ich glaube, das Ketchup ist voll künstlich. Weil hier diese türkischen. Habe ich letztens immer.
ich das verstehen. Leute, ey, wirklich an die Leute, die schwanger sind. Habt ihr auch so welche Probleme? Ohne Sinn, Digga. Ich schwör's dir, ich liege im Bett, ne? Sie kommt so rein, sie fängt an einfach zu lachen. Wirklich so, genau so, 1:1. Ich mach gar nichts so, ich liege einfach so im Bett so, sie kommt rein, sie guckt mich so an und dann fängt sie an zu lachen. Dann denk ich mir, Bruder, was ist los mit dir? Sehe ich so hässlich aus oder was? Aber das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ja, das war einfach so. Das war eine Phase. Das waren so 3 Tage hintereinander, ja. Einfach so. Auf jeden Fall habe ich einen halben Staffel Istanbul gegessen. Jeden Tag. Lecker. Ja? Mhm. Soll mal so eine Turkish Candy Video aufnehmen? Habt ihr Interesse dran? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Darauf hätte ich schon Bock. Auf jeden Fall auch so Sachen, die wirklich richtig speziell sind oder die nicht so typisch sind. Ein bisschen türkisch nochmal. Ich bin nicht so viel verschrieben. Und lasst auf jeden Fall ein Abo da, Leute. Ganz wichtig. Und liken. Lecker, lecker. Nicht so lecker. Kevins. Ich schwöre, das hat original nichts mit Donut zu tun, außer die Donutform, die auch nur so mäßig hinbekommen wurde. Weißt du, wie das schmeckt? Wie ein Mini-Maxi. Wie dieser Kuchen von Netto, den du letztens geholt hast. Leute, er isst letztens so einen kleinen Kuchen. Und dann sagt er so, kennst du das? Manche Kuchen so, die schmecken so, als hätten die einfach Alkohol drin. Und dann guckt er hinten auf die Verpackung, das erste, was steht, Alkohol. Oh, ne? Lecker. Nein, so lecker. Ja, ich stehe. Der ist so cringy. So Leute, sind jetzt zu Hause. Einräumen mache ich erst später, weil Fenerbahce spielt gegen Sivas und Fener gewinnt gerade 3-0, aber Fener hat gerade rote Karte kassiert, beziehungsweise vor der Halbzeit. Ja, ich hoffe, die kriegen das noch organisiert, Alter. Auf jeden Fall, Leute, ich habe mir jetzt eben gerade Macadamia gekauft. Leute, wenn ihr die kennt, ne, schreibt in die Kommentare. Die schmecken unnormal lecker. Aber Leute, wenn man die Tüte aufmacht, man denkt einfach, irgendjemand hat da reingefurzt und dann die Tüte schnell zugemacht. So riecht das, wenn man die Tüte neu aufmacht. Ehrlich jetzt, ohne Spaß, Digga. Aber die sind so lecker, Mann. Hey Leute, aus unserem Hauswirtschaftsraum. Heute wird dieser Schrank hier abgebaut, weil wir jetzt hier einen 1,5 Meter Packschrank geholt haben, damit halt dieser Platz hier nicht unnötig verloren geht, da ich oben in dem Zimmer, was jetzt das Kinderzimmer werden soll, halt immer meine Abendkleider und so verstaut hat und jetzt keinen Platz mehr dafür habe. Deswegen werden wir jetzt hier einen Packschrank hinbauen, wo dann meine Abendkleider hin können und alles, was hier unten hinter der Gardine versteckt ist. Ja, Wäschekorb, Putzeimer, Shisha, Utensilien und alles kommen dann auch in den Packschrank. Hier liegt auch schon soweit alles bereit. Er dann kommt gleich mit seinem Bruder. Ich räume das hier unten alles schon mal leer, damit sie den gleich abbauen und rausstellen können. Und ich denke mal, morgen wird dann der Packschrank aufgebaut. Ich freue mich auf jeden Fall. Es geht ab, Leute. Ist der nächste Tag. Ich bin hier gerade beim Spiel gucken. Peiner Derby. Steht 2:1 für die gegnerische Mannschaft. Ja, jetzt sind die letzten Minuten. Und jetzt Freistoß. Er ist Zweiter gegen Dritter gerade. Das ist die letzte Aktion wahrscheinlich. Der Torwart ist drauf. Vorne. Scheiße, Alter. Juden, Mann! Hey Leute, da sind wir wieder vereint. Das mit dem Schrank abbauen hat jetzt nicht so ganz funktioniert, weil wir die Werkzeuge nicht da hatten. Und hatten jetzt auch nicht die Zeit, die Werkzeuge dann von meinem Schwager noch abzuholen und den Schrank abzubauen. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm.
wird dann morgen hoffentlich gemacht. Jetzt holen wir gerade meine Brüder ab und dann fahren wir auf einen Geburtstag. Wir hatten ja letztes Mal schon in einem Vlog gezeigt, dass wir den 50. Geburtstag gefeiert haben von Kaltidam, dass wir ihm eine Überraschung gemacht haben. Aber heute feiern wir noch ein zweites Mal, weil jetzt auch seine Frau und sein Sohn wieder da sind. Oh, da ist die Family. Sind auch schon alle ready. Versicherung. Er wurde angefahren. Wir haben es auf Kamera, oh mein. Ist gut, ab. Hey, Madame. Wir hatten keine Werkzeuge da. Ah, morgen. Ja. Aber die 3.000 geknackt, oder was? Ja, yeah. Mann. Nächstes Ziel 30.000. Ja, Mann. Ja. Scheiß auf die 15, wir waren direkt 30. Zwei Köpfe oder was? Die werden überhaupt nicht. Ich glaube, ein Kopf. Ey, euer Fenster, das Autofenster ist auch nicht schlimm. Aber das fertig, noch nicht mal halb voll. Ja, aber hallo? Wie ist das? Wie steht da drauf? Das ist ja richtig bitter. Olaf, du musst was dran ändern. 25 Gramm. Der normale Box, glaube ich, 200 oder 250. Das Zehnfache. Also das Zehnfache. Ja. Also ist das schon sehr dann teuer. Dann gehst du da lang, weil da ist zu. Ja. Tamam. Okay. Schön. Leute, Sinne, hört auf zu rauchen einfach. Jetzt lohnt sich sowieso nicht, das ist teuer. Wollte ich auch gerade sagen, Leute, hört auf zu rauchen. Also Leute, wir sind jetzt zwar nicht das beste Beispiel, aber hört auf zu rauchen. Brauchst du sowieso nicht. Ja. Oder? Nee, aber davor. Ein paar Monate Pause, dann geht's wieder los. Ich rauchen ist nie gut. Aber es das haben wir auch schon vorher es geht gesagt. Ja, es geht ja auch ohne. Na klar geht ohne. Ja, aber die Leute, die es dann gemacht haben, wissen dann einfach mal, wie geil ist es zu rauchen. Um ehrlich zu sein. Weil ich Shisha rauchen, sonst würden wir es ja nicht machen. Leute. Freue ich auf die Kommentare schon. Dein Bruder ist so ein schichtes Verhalten. Ich wollte gerade sagen, wir müssen aufpassen, weil irgendwie haben wir schon ganz oft gemerkt, dass voll oft uns jüngere, also wirklich sehr, sehr jüngere Leute zugucken. So das war natürlich ein 10-Jährige. Spaß, ne? Sprecht mit euren Eltern vorher drüber. Das weiß ja jeder für sich selber. Und wenn, dann nur im Maßen, ne? Boah. Ja, Sport treiben, da könnt ihr sowieso mal rum. Sport treiben? Genau, Leute. Immer schön richtig. Sport treiben und gesund ernähren, ja? Richtig. Immer Magerquark trinken. Lecker. Okay. Sind wir die Letzten? Aber dass ich Teilig anhabe, siehst du auch. Na was? Hose und Teilig. Ist doch gut. Weil ich habe keinen Bock mehr, Schuhe anzuziehen. Ja, das glaube ich dir. So, wir sind jetzt alle am Start. Oh, Balkan-Seiten sind nicht geschnitten. Scheiß. Wie traust du dich überhaupt, hierher zu kommen? Weil das Familie ist. Da kann ich dich noch zeigen. Stimmt. Top, top. Hier sind schon Vorbereitungen am Laufen. Oh, das sieht doch alles hier schon mal sehr yummy aus. Oh, hier wird noch ein Obstsalat vorbereitet und ein Salat. Und wieder die Haare auf, ne? Falls jemand wieder kommt. Falls jemand wieder sagen will, bind dir die Haare zu, hat sie nicht gemacht. Nein, ja, das stimmt ja auch eigentlich. Hat einer geschrieben, dass wir uns die Haare beim Bohrer machen. Ich könnte 100% mir einen Profi verkaufen. Ich kann schon was sagen, nein, gewesen. Aber wenn ich weiß, ihr seid die Erste. Ist das schon euch aufgelegt? Aber für Leute kann sich vielleicht. Hey! Wir machen sogar selbst drauf. Wird das heute noch was? Inshallah. Hauptsache, ihr Männer kriegt Fleisch. Wir Frauen brauchen nur Salat, Kubi. Das ist doch gut. Ja. Das ist doch besser. Ja. Hey, Genschlet. Was geht ab? Ey. Das dauert ein bisschen länger, aber wir essen schon. Wie denn? Dann, wenn du dich aufsuchst. Ja, immer dann. Ja. Ich glaub's ja nicht. Ach, schau mal, Muscheres. Ich check mal. Allah schon arada. Tet. Olanlar var ya. Party hard. Leute, Grill ist vorbereitet. Jetzt wird gegessen. Und sind wir am Tanzen? Ja, ich denke schon. Jetzt wird fett gegessen, Leute. Ich habe übertrieben Hunger. Ja.
Die haben Hunger. Ja, fährt doch schon okay. Lol. Ich glaube, ich habe noch nie sowas gegessen, was so viel Knoblauch hat. Das ist sowas auch nicht mehr, Alter. Das ist sowas auch nicht mehr. Oh, hier. Du bist so 30 Meter in der Luft, ne? Alle gucken sich doch so an. Alle schreien so. Ja, Niki, ich bin doch da. Eine Hälter, du musst ja sehen, wie sie gerade von den Stühlen aufgestanden ist. So mit ihr Handy. Sie hört einfach, was sie was auf die Suche zu drehen. Richtig schnell, panisch. Nein, ich will kein Donner. Ich will kein Donner. Jetzt haben wir immer. Ich hab Leckerlis für euch. Komm mal einen Kuchen. Nein, lecker. Ah, die Kinder werden schon so bedeckt, damit sie kleine Kinderchen nicht krank werden. Alle sind schön warm eingepackt. Was ist denn? Mutti. So, es ist jetzt Zeit für Chai. Ist jetzt wie? Und Shisha. Freundin gesehen? Eine Freundin? Ich hab. Hase. Ciao. Hallo, den Abend. Jetzt sehen wir beide kommen. Jetzt ist er weiter, ist das Spur, wenn man den Schwager ein bisschen gibt. Aber seine kleinen Locken. Ich hab meine besten Freunde. Valla tam Kubi Party Mouse'una. Valla. Do beste be. Jetzt geht die Party richtig ab, Leute. Oh, oh Mann. Nebelmaschine, Leute. So Leute, es ist der nächste Tag und ich bin hier am Möbel aufbauen wieder. So
zwar den Packschrank von Ikea, den wir letztens gekauft haben. Ja, kein Bock, aber muss sein. Und zwar kommt das an die Stelle hier. Leute, das System ist eigentlich ganz einfach, ne? Nur man muss halt die Reihenfolge von den von der Anweisung halt befolgen und dann läuft der Hase eigentlich auch, ne? Oh, so Leute, inzwischen sieht das so aus. Wie gesagt, Packschrank ist eigentlich ganz einfach. Nur alleine ist es ein bisschen ekliger, weil man die letzte Platte da irgendwie hochhalten muss, da reinstecken muss, ohne zu befestigen und dann nochmal diese Seite hier einmal reinstecken muss und dann nebenbei auch nochmal hier unten. Ja, alleine ist das, war das ein bisschen schwierig, aber hat am Ende doch geklappt und jetzt muss ich diese hintere Platte da ranmachen und dann mit Nagel befestigen. Die Türen mache ich ja später. Wir gucken erstmal, wenn Rabia wieder da ist, wie wir die platzieren und dann mache ich den 50er und dann Chalas Roulet. So Leute, es ist es ist jetzt der nächste Tag und wir sind jetzt bei Ledena, bei Kams Verlobten und machen uns jetzt hier einen schönen Mädels Day in the Garden. So, der erste ist jetzt fertig, Leute. Passt! Leute, wir haben von der Braut alle Geschenke bekommen. Das ist einfach so unglaublich süß. Und sogar ein Geschenk fürs Baby. Oh mein Gott. Ich bin weinend. Verteilt sie gerade die Geschenke an die Mädels. Das ist einfach so cute. Das ist einfach so süß, sogar mit Namen, Leute. Da steht sogar mein Name. Ja. Also bei vielen Tüten, wenn du das machst, dann ist es bei Einladung für die anderen. Ja, genau. Ja, Elena, was hast du gemacht, Mann? Dein Ernst? Hammer. Deswegen, das ist so mit Liebe eingepackt. Das ist wirklich so mit Liebe eingepackt, Mann. Ja, wie kann man sich zwischen dem ganzen Stress noch so, solche so, also, weißt du, was ich meine? Ey, Leute, wisst ihr, was der Chef hat? Also, das muss ich ja noch selbst machen. Einfach einlaminieren. Ja, das muss einmal. Yay, da noch mal lecker aus. Ja. Die Leute sind da hinten schön am Eis essen, schön das Wetter genießen. Es ist über 20 Grad. Was macht er denn? Jetzt den 50er Ikea-Schrank aufbauen. Was Besseres gibt es nicht. So Leute, ich bin jetzt im Kinderzimmer und baue jetzt das Bett zusammen. Auf jeden Fall muss hier noch gestrichen werden. Das ist unsere Farbe. Da nehmen wir euch auch definitiv mit. Deswegen lasst ein Abo da, um die weiteren Videos nicht zu verpassen. Und like dieses Video, um uns schön weiterhin zu unterstützen. Ausgepackt sieht so aus. Auf jeden Fall, Leute, das Bett muss sehr, sehr stabil werden. Deswegen auch die Schrauben eine Umdrehung mehr festziehen. Nicht, dass unsere Prinzessin irgendwie nachts oder so runterfällt. Das wollen wir nicht. Deswegen unbedingt das Bett doppelt festziehen, Leute. Ey, Leute, das zusammenzubauen, ne, das ist so chillig, ne? Und für unsere Prinzessin mache ich das gerne, Leute. Alles andere mache ich nicht gerne. Aber für sie, ja. Für sie mache ich das sehr, sehr gerne. Zwei Stufen kann man einstellen. Da wir ein neugeborenes Baby bekommen, bauen wir diese Stufe hier ein. Wie siehst du denn aus, Alter? Die Proportion von denen sehen irgendwie voll komisch aus, vor allem bei dem hier. Leute, ohne Spaß, das ist gerade richtig emotional für mich, ne? Unser Baby liegt einfach in ein paar Monaten, so inshallah, einfach hier. Digga, wie süß ist das, Mann? Ich hoffe, das Baby, unser Baby, kommt gesund an. Und inshallah bekommt jeder ein Baby, der ein Baby haben möchte. Immer dankbar dafür sein, dass, was man hat, so, ne? Und ja, ich werde gerade richtig emotional, ey. Wenn ich daran denke, wie süß unser Baby hier liegen wird, einfach. Digga, krass. Klar, da kommt noch eine Matratze, ey, Leute. Beruhigt euch. Ich glaube, ich baue den Packschrank hier auch schon mal zusammen. Das ist der dritte Packschrank, den ich heute zusammenbaue. Ich habe das Wetter genossen. Es ist dunkel geworden. So, Leute, der ist auch soweit fertig. Muss jetzt nur noch diese hintere Platte da ran. Und dann
das Innenleben. Dafür haben wir noch keine Tür besorgt, weil Rabia wusste nicht, welche Art von Tür sie hier haben möchte. Deswegen brauchen wir hier noch Türen und das Innenleben so quasi, ne? Die Kleiderstange hat sie, 2 Stück, weil das ja Mini-Sachen sind. Man kann dann mit 2 Kleiderstangen easy dran machen, weil die Babysachen sind ja immer so kurz und so. Echt süß, ja.